wie Sie sehen, das ist Teams. Ja. Ich habe jetzt gerade aktuell mal die Darstellung, wie Sie es wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit sehen. Und ich möchte jetzt einfach mal auf den Teams-Charakter einfach mal ein bisschen eingehen, wie das Ganze ausschaut. Wir haben hier erstmal so grundsätzlich, das ist Teams. Bei mir ist es gerade aktuell dunkel eingestellt. Ich habe hier so ein schwarzes Setup. Sie können es aber auch gerne individualisieren. Sprich, es ist nicht für jeden schwarz, sondern Sie können es auch gerne in den Einstellungen bei Ihnen in einem standardmäßigen Look quasi in diesem hellen Ton machen. Oder Sie können es auch in einem sehr dunklen, hohen, kontrastreichen Modus fahren, der mir persönlich nie so gut gefällt. Mir persönlich gefällt der dunkle Modus eigentlich am liebsten. Und hier können Sie auch ein paar Basiseinstellungen treffen bezüglich, welche Eingabegeräte möchte ich denn verwenden, um dann überhaupt mit Teams zu kommunizieren. Na, Sie können das auch Ganze testen. Das heißt, die Qualität ist auch soweit hergestellt. Gut. Hier oben relativ prominent finden Sie eine sehr, sehr große Suchleiste, in der Sie alles eingeben können und Sie bekommen immer entsprechende Treffer angezeigt. Kann ich Ihnen auch später auch gerne nochmal zeigen. Auf der linken Seite haben Sie die verschiedenen Module, die Sie im Teams haben. Sprich, Aktivitäten werden Ihnen angezeigt, wenn Sie zum Beispiel in irgendeinem Beitrag markiert wurden oder wenn irgendeine Aktivität passiert ist, in der Sie irgendwie involviert sind. Dann haben Sie da so eine Art von Aktivitäts-Dashboard, wo man einfach mal sehen kann, was hier so passiert. Chat ist eine sehr wichtige Funktionalität im Bereich Teams, weil Chat allgemein sehr, sehr prominent ist und man sehr, sehr schnell und einfach kommunizieren kann. Thema Chat möchte ich Ihnen gleich nochmal genauer zeigen, auch was die ganzen Funktionalitäten hier unten angeht, was man damit machen kann. Dann, wie der Name schon sagt, Teams ist hier quasi zu finden. Wir haben hier die Möglichkeit, eigene Teams anzulegen. Wir können hier persönlich bis zu 100 Teams erstellen, also jede Person selber und nochmal 100 Kanäle unten drunter. Und man kann auch gewisse Teams ausblenden, der Übersicht halber. Also weil man hier auch für diesen Bereich ein Stück weit limitiert ist und Themen, die man nicht aktiv oder nicht dauerhaft benutzt, kann man auch gerne einfach ausblenden. Was natürlich auch zur täglichen Arbeit dazugehört, ist ganz klar ein Kalender. Der ist auch hier zu finden. Da habe ich auch gleich später noch eine kleine Thematik, die ich gerne zeigen möchte. Und Anrufe habe ich natürlich auch. Man hat hier auch direkt den Zugriff auf jeglichen Kontakt, den man in der Firma hat. Oder gegebenenfalls auch in der eigenen Adressliste und kann die dann einfach durch Anklicken oder durch Mouseover direkt einfach anrufen oder gegebenenfalls den Verlauf des Chats sehen. Und natürlich auch, wenn ich auf Dateien klicke, sehe ich auch alle zuletzt verwendeten Daten, die mit mir geteilt wurden. Sprich, wenn Sie mal irgendwann die Übersicht verlieren sollten in Ihren Projekten und welche Datei ist denn jetzt wo oder sonst irgendwo, dann haben Sie auch die Möglichkeit, immer hier nochmal einen zentralen projektübergreifenden Ort zu haben mit den Dateien, die Ihnen geteilt wurden. Hier sind jetzt auch ein paar Testdokumente dabei, das soll Sie jetzt nicht zu sehr verwirren, aber einfach nur als Informationen, dass das einfach zentral auch noch für Sie vorhanden ist. Und weiter haben Sie hier auch schon die Möglichkeiten, hier noch weitere Apps tendenziell auch noch Ihnen global zur Verfügung zu stellen. Und das kann ich Ihnen gerne alles mal später zeigen. Gut, ich habe mir gedacht, wir erstellen als allererstes mal einen gemeinsamen Teams-Kalender oder beziehungsweise ein Team. Wie schaut sowas aus? Wie erstelle ich sowas? Das sind, denke ich mal, so die häufig gestellten Fragen. Und Sie sehen hier unten links in der Fußleiste Teams beitreten oder erstellen. Da klicke ich jetzt einfach erstmal drauf. Dann wird mir so ein Dialog angezeigt. Mir werden hier bereits ein paar Teams angezeigt, die in der ProMX einfach zur Verfügung stehen. Ich sehe, dass die alle öffentlich sind. Ich sehe da auch, dass da einige Mitglieder schon mit integriert sind. Und da könnte ich jetzt einfach beitreten. Oder wenn Sie zum Beispiel von einem Partner, von einem Kunden, von uns vielleicht einen Code zugeschickt bekommen, wo Sie zum Beispiel an einem Teams teilnehmen sollen, dann hätten Sie auch die Möglichkeit, hier einen Code einzugeben und damit werden Sie quasi in dieses Team eingeladen und sind damit authentifiziert und sind damit in dem Team quasi integriert. Aber wir möchten jetzt erstmal gemeinsam so ein Team erstellen und das ist auch relativ simpel. Wir klicken einfach hier auf Team erstellen
Und dann werden wir durch so einen Dialog geführt. Wir haben hier die Möglichkeit, erstmal ein komplettes neues Team zu erstellen, oder wir haben auch die Möglichkeit, aus bestehenden Strukturen, die in Office 365 Groups oder aus einem bestehenden Team eine Kopie zu machen. Aber wir möchten das jetzt erstmal komplett vom Scratch machen, weil das ist die schwerste Herausforderung, wenn man das überhaupt so nennen kann. Da klicke ich einfach mal drauf und Sie sehen, ich habe hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann das privat erstellen oder eben öffentlich. Der Unterschied ist, das Private ist, es ist nur für die Nutzer bzw. für die Teammitglieder gedacht, die ich auch exklusiv dazu einlade. In der öffentlichen Variante ist es dann das Gegenteil, also die werden öffentlich in ihrem Teams zur Verfügung gestellt und wenn das ein Thema ist oder das ein allgemeines Projekt ist, wo sie daran teilnehmen möchten, dann können sie daran teilnehmen. Sie können das zum Beispiel nutzen, das Öffentliche, um allgemeine Informationen zu teilen, zu Dokumenten, zu Vorgehensweisen, zu Abteilungen, wie auch immer. Und in privaten Themen können Sie das zum Beispiel eher projektorientiert machen, die dann eigentlich eher nur so einen gewissen Kreis an Personen eigentlich anspricht. Wir machen das Ganze jetzt auch mal privat. Und das war jetzt eigentlich schon die größte Herausforderung, die wir hatten. Wir benennen das Team jetzt einfach mal. Und das war's schon. Wir erstellen jetzt einfach mal dieses Team und im Hintergrund wird jetzt technisch ein bisschen was gemacht. Wir haben im Hintergrund jetzt eine SharePoint-Seite erstellt und das Ganze jetzt auch quasi in Teams quasi integriert und das ist jetzt alles schon passiert. Und hier wäre schon der Punkt, wo Sie jetzt effektiv die Mitglieder schon einladen könnten. Das können Sie aber auch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Sie haben generell die Möglichkeit, hier mit E-Mail-Adressen zu arbeiten oder auch mit Verteilergruppen. Also sprich, Sie sind nicht nur darauf angewiesen, dass ich jetzt eine einzelne E-Mail-Adresse habe und die dann auch persönlich anspreche, sondern Sie können auch mit einer Verteilerliste arbeiten. Ich überspringe das jetzt einfach mal und wir haben unser Teams erstellt. Das war es eigentlich vom Grundgedanken her. Sie haben jetzt hier grundsätzlich ein paar Möglichkeiten. Sie sehen hier, das ist so dieser Eingangsbereich. Sie werden erstmal hier willkommen geheißen. Sie können hier die Person hinzufügen. Sie können weitere Kanäle erstellen und Sie können einen FAQ-Bereich eröffnen. Und standardmäßig sind diese drei Bereiche immer vorhanden. Beiträge, also sprich, hier ist ein integrierter Gruppenchat immer vorhanden, der alle Funktionalitäten mit sich bringt, die man eben so hat, wie zum Beispiel das standardmäßige Formatieren von Texten. Also Sie haben hier die Möglichkeit, wie man es aus Word kennt, fett zu schreiben, kursiv, irgendwas zu unterstreichen, mit gewissen Texthervorhebungen zu arbeiten oder hier mit Zentrierungen zu arbeiten. Alles, was Sie möchten, auch Links können integriert werden oder auch gewisse Beiträge, die man eventuell aus Webressourcen hat, können auch als Embedded Content quasi hier in den Chat integriert werden, um das auch den Mitgliedern zu präsentieren. Des Weiteren habe ich auch jederzeit die Möglichkeit, über Drag-and-Drop Anhänger einzufügen oder die per klassischen Upload-Szenarien quasi zu integrieren. Was Chat so mit sich bringt, was man ja auch so aus den aktuellen Social-Media-Themen auch kennt, ist das Thema Emojis. Man kann nochmal gewisse Beiträge nochmal kommentieren, indem man mit gewissen Emojis drauf reagiert, ob man das gut findet oder vielleicht lustig findet oder ob man das besonders toll findet oder nicht so schön. Da ist man komplett offen. Man kann aber auch die Thematik mit Emojis auch pro Kanal deaktivieren. Das ist einfach nur, dass man die Möglichkeit hat, in gewissen Kanälen ist es sinnvoll, in gewissen Kanälen ist es vielleicht nicht sinnvoll, aber man bietet einfach eine große Bandbreite an Möglichkeiten, um jegliche Art von Kommunikation, die man hat, in einer digitalen Art und Weise auch mit Emotionen zu verbinden. Deswegen auch Thema Emojis und auch Thema Memes, wie es hier auch schön genannt wird. Also man hat hier gewisse Vorlagen, die man verwenden kann. Ich habe hier zum Beispiel das Bravo. Ich kann hier zum Beispiel sagen, Teams, ich kann da hier was eingeben, kann das mit fertig bestätigen und schicke das raus. Und damit habe ich jetzt für mein Team erstmal so klar gemacht, alles klar, jetzt geht's vorwärts, wir haben Teams und haben da erstmal so eine Message gesetzt. Das kann man jetzt auch wieder kommentieren mit gut oder man freut sich oder wie auch immer. Man hat da alle Möglichkeiten offen. Des Weiteren habe ich auch hier schon die Möglichkeit, direkt eine Besprechung zu eröffnen. Und weitere Möglichkeiten mit Streaming und Phrasing Themen nochmal zu vervollständigen. Hier haben wir zum Beispiel so ein Tool, das wir auch später nochmal gerne im Detail zeigen möchten. Das möchte ich jetzt hier in der Chat-Thematik noch nicht zeigen. Das möchte ich Ihnen später nochmal in der separaten Demo zeigen. Gut,
Thema Forms ist auch so ein Thema. Dafür habe ich auch im Demo-Kanal schon was vorbereitet. Und hier über die weiteren Funktionalitäten haben Sie auch hier die Möglichkeiten, auf Wetterinformationen, auf gewisse News zurückzugreifen, um die auch quasi Ihrem Kanal quasi hinzuzufügen. Sehr schön. Ich schaue mal eben in den Chat, ob wir gewisse Fragen schon aktuell haben. Nein, aktuell nicht. Gibt es denn aktuell Fragen schon? Sorry, ich war gerade mal aus eben raus. Nein, im Moment habe ich gerade keine Fragen. Okay, perfekt. Du kannst einfach weitermachen. Optimal, läuft super. Perfekt. Dann mache ich einfach mal weiter. Wir haben hier oben unseren Demo-Kanal schon mal angelegt, Jana und ich, und haben da schon mal ein bisschen drin rumgespielt. Wir haben hier einfach mal ein paar Beiträge gemacht. Wir haben hier zum Beispiel ein OneNote integriert, das für jeden zur Verfügung steht. Wir haben hier die Möglichkeit, einfach das alles soweit zu kommentieren. Wir haben hier Excel-Dateien, Planner integriert, wie man es ja auch aus gewissen Projektmanagement-Themen kennt. Wir haben hier Forms integriert und so weiter und so weiter. Ich möchte jetzt einfach mal ein paar Themen zeigen, wie wir zum Beispiel das Thema Co-Authoring benutzen, und zwar die integrierte Nutzung, also das Zusammenarbeiten. Also das ist ja auch wirklich die Thematik, was Teams ja ausmacht. Man kann zusammen effektiv und sehr strukturiert an Dokumenten arbeiten. Und wir haben hier schon mal ein paar Demo-Daten vorbereitet. Sie sehen, ich habe hier die Möglichkeit, oben links einfach ein Dokument zu erstellen. Das heißt, ich muss das nicht erst lokal irgendwo erstellen und hochladen, sondern Sie können direkt in Teams ein Dokument erstellen. Ich erstelle einfach mal kurz ein Excel-Dokument. Man kann einen bestimmten Namen haben, es dient jetzt einfach nur den Informationszwecken. Ich erstelle das Ganze und Sie sehen, innerhalb von ein paar Sekunden wird ein Dokument erstellt und es ist bereit für mich innerhalb von Teams und ich kann hier ganz wie gewohnt hier in meine Kasten, in meine Felder reinschreiben. Ich kann hier alles Mögliche machen. Ich kann das formatieren, wie man das kennt, ich kann das hier formatieren, wie ich das möchte. Also Sie haben hier jegliche Funktionalität, die Sie aus Excel kennen. Und wenn Sie irgendwann mal nicht mehr an die Themen weiterkommen, wo Sie sagen, okay, Sie möchten hier weiterarbeiten oder Sie möchten das irgendwie noch weiter benutzen, weil es gibt ein paar Einschränkungen, die sehr, sehr minimal sind, was so diese Anwendung innerhalb von des Browsers bzw. von Teams beinhaltet, dann haben Sie auch immer noch die Möglichkeit, das Ganze auch in der Desktop-App zu öffnen. Und Sie sehen jetzt hier oben rechts, hat sich schon mal die Anna Kupni eingewählt und ich sehe zum Beispiel, sie könnte jetzt auch hier schon dran arbeiten. Sie sehen jetzt hier oben links, hat hier die Anna in Zahlen das schon hingeschrieben. Das ist, Sie sehen, wir arbeiten gleichzeitig an einem Dokument, wobei ich aber sagen muss, in Excel finde ich es nicht ganz so schön, um das darzustellen. Deswegen switchen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz in ein Word-Dokument, weil da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen Text. Und Anna, du kannst auch gleich nochmal in das Dokument rein switchen. Wir haben hier nämlich zum Beispiel so ein Dokument angelegt, Dream Team Demo File. Das kann auch jegliches anderes Dokument sein, das ist vollkommen egal. Ich habe einfach mal hier dieses Dokument erstellt, um hier effektiv drin zu arbeiten. Und Sie sehen, ich sehe gerade den Cursor, wo sich die Anna bewegt und sie schreibt gerade, das ist super. Ja, und ich kann das absolut nachvollziehen, was hier gerade passiert und man kann hier parallel wirklich synchron miteinander arbeiten und man hat hier keinen Zeitversatz. Und falls man hier nochmal das Ganze... Ja, ich kann sehen, was du gemacht hast. Danke an der Nachfrage. Ich möchte das Ganze jetzt nochmal ein bisschen genauer nachvollziehen, wer hat hier eventuell was gemacht und vielleicht habe ich jetzt einen Status erreicht in einem Dokument, wo wir einfach sagen, okay, nee, das passt so nicht, wir müssen es irgendwie wieder rückgängig machen. Und deswegen öffne ich einfach mal die Desktop-App. Sie sehen, das öffnet sich relativ schnell. Ich habe hier sofort alles im Überblick. Und wenn ich hier oben auf diesen Dateinamen klicke, ne, dann können Sie draufklicken und da sehen Sie hier dieses Thema Versionsverlauf. Da klicke ich einfach mal drauf und dann wird Ihnen hier in dem rechten Bereich relativ prominent angezeigt, okay, es gab hier Änderungen und Sie möchten sich das anschauen. So, ich schaue mir jetzt erstmal die Version an, die die Anna hier gemacht hat vor ein paar Sekunden, beziehungsweise hier vor ein paar Stunden. Ich klicke einfach mal drauf und Sie sehen, da ist erstmal noch nichts passiert. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann das mit der aktuellen Version vergleichen oder ich kann diese Version, die ich jetzt hier aktuell sehe, wiederherstellen. Also ich kann das zur letzten Version machen, die
aktuell im System ist. Wozu kann ich sowas benutzen? Man kann damit klar Fehler wieder wegbügeln, wenn zum Beispiel zu viele Leute an dem Dokument irgendwie was gemacht haben und man irgendwie einen gewissen Status verloren hat. Oder man möchte erstmal sich einen Überblick vergleichen, erschaffen, was hier denn passiert ist. Sie haben hier oben rechts die Möglichkeit, das Originaldokument zu sehen. Sie sehen hier über das überarbeitete Dokument, was ich Ihnen eingehend auch schon gezeigt hatte. Sie sehen ja auch den Bereich, wo was erweitert wurde. Und ich sehe hier auch, dass die Anna hier das links geschrieben hat. Also Sie haben alles in einem Zugriff und Sie können auch relativ einfach die ganze Thematik vergleichen und miteinander in Konsens bringen, damit Sie hier ein einheitliches Dokument haben und auch gemeinsam an dem Dokument arbeiten können. Und welche Möglichkeiten Sie auch haben, Sie haben auf Basis von Office 365 bzw. Microsoft 365 auch die Möglichkeit, innerhalb eines Dokuments, also sprich zum Beispiel hier Word oder PowerPoint oder Excel, auch schon direkt die Möglichkeit, hier etwas zu teilen. Und indem ich hier oben rechts draufklicke und jetzt bin ich hier nicht angemeldet, auch soweit in Ordnung, aber das könnte ich auch soweit verschicken, gar kein Thema. Dann schließe ich das Ganze hier erstmal wieder. Und damit habe ich quasi Ihnen gezeigt, dass wir Co-Authoring innerhalb von Sekunden in einem Word-Dokument erstellen und entsprechend die Dokumente automatisch zusammenführen lassen. Jetzt habe ich hier gerade etwas gehört und ich glaube, da haben wir eine Chat-Nachricht bekommen. Helmut, ist das richtig? Nee, das war jetzt jemand, der auch Zugang zum System haben wollte. Alles gut. Ah, okay, alles gut. Perfekt. Gut, gibt es denn soweit zum Thema Co-Authoring irgendwelche Fragen oder soll ich noch mal auf etwas genauer eingehen? Also Fragen habe ich jetzt hier im Moment keine mehr. Mhm, gut, dann würde ich noch ein paar weitere Themen zeigen. Und zwar hätte ich noch zum Beispiel die Kalenderthematik im Portfolio. Und zwar würde ich jetzt einfach mal ganz kurz auf meinen Kalender gehen. Bitte nicht zu genau hinschauen, wir haben hier ein paar Kundentermine mit drin. Ich mache jetzt einfach mal eine neue Besprechung auf. Und so sieht im Prinzip auch erstmal der Dialog aus, wie ich ihn aus Outlook kenne. Als allererstes gebe ich einen Titel ein und als zweites möchte man natürlich jemanden dazu einladen. Und jetzt möchte ich einfach mal die Anna dazu einladen. Sie wird mir auch schon vorgeschlagen und Sie sehen, die Anna ist irgendwie rot. Ich kann die Anna zu dieser gewünschten Zeit am 3.6. von 16 bis 16:30 Uhr nicht einladen. Warum? Weil sie gerade auch parallel in ihrem Kalender einen Eintrag drin hat. Und das System ist soweit intelligent, dass er mir erstmal hier keinen Vorschlag machen kann. Und, oder beziehungsweise das sagt, okay, nee, da kann die eh nicht. Das heißt, ich müsste ihr gar nicht den Termin schicken, sie würde ihn ablehnen und dann müsste ich wieder einen neuen Termin finden. Das heißt, ich habe hier entweder die Möglichkeit, ich schaue in den Terminplanungsassistenten hier oben rein oder ich weiß zum Beispiel, die Anna hat den Termin nur bis um 18 Uhr drin, dann mache ich den ganzen doch auf 18.30 Uhr und Sie sehen, es ist immer noch kein Termin verfügbar, weil die Arbeitszeiten hinterlegt sind und wir nicht mehr als 10 Stunden arbeiten sollen. Ja, da könnte ich zum Beispiel jetzt einfach mal, ich mache jetzt einfach mal, weil die Anna bekanntlich relativ gut ausgebucht ist und ich da hier gerne einen Termin von 8 Uhr bis, beziehungsweise von 10 bis 10.30 Uhr hätte und da sehe ich auch sofort, hier kein Problem, da ist sie frei und es werden mir auch noch weitere verschiedene Varianten angezeigt und wenn ich zum Beispiel da draufklicke, wird mir der entsprechende Termin eingetragen und ich kann den Termin rausschicken. Und nachdem ich mich schon im Teams befinde, wird damit automatisch eine Teams-Einladung erstellt und damit kann ich mich dann auch automatisch wieder einwählen und muss dann einfach nur per Klick drauf den entsprechenden Termin öffnen und bin sofort drin eingewählt. Sie müssen keinen Code eingeben, Sie müssen keinen PIN eingeben oder sonstiges. Das Einzige, was nur sein kann, das ist aber auch nur in der Einstellungssache, ob man dann quasi in so einer Art Lobby wartet, bis man quasi zu dem Termin hinzugefügt wird. Das ist die einzige Thematik. Aber ansonsten ist das schon alles, was man braucht, um einen Termin zu erstellen innerhalb von Teams. Genau, Teams-Assistent, oder den Terminplanungsassistent zeige ich Ihnen nochmal. Sie haben hier quasi alle Teilnehmer in der vertikalen Darstellung und in der horizontalen haben Sie die Zeitachse. Und indem ich hier durchscrolle, habe ich hier die Möglichkeit, durch den kompletten Kalender durchzugehen und sehe dann hier quasi die freien Zeitslots und kann dann auch entsprechend hier die Termine buchen, beziehungsweise hätte auch hier die Möglichkeit, entsprechende Teilnehmer noch hinzuzufügen oder gegebenenfalls Besprechungsräume mitzubuchen. Genau, perfekt. Und jetzt zeige ich auch gerne nochmal, wie das denn ausschaut mit dem Live-Event. Sie haben hier die Möglichkeit, ein Live-Ereignis zu starten.
Das ist die gleiche Thematik, wie wir es eben gerade eben schon aktuell nutzen. Ich habe hier auch genau die Thematik, ich kann hier einen Titel vergeben, kann hier einen Standort auswählen, wenn ich den möchte, also für einen Vororttermin zum Beispiel, und habe dann hier einen Dialog, den ich befüllen kann mit einem, ja, das ist quasi der Einladungstext. Ich habe hier meine Referenten, die ich einladen kann. Ich gehe hier auf Weiter und kann nun hier einstellen, ob ich eine gewisse Personengruppe oder das organisationsweit machen möchte, ob das öffentlich sein soll, ob man sich quasi anonym auch quasi einwählen kann. Und habe dann hier noch ein paar weitere Parameter, die ich setzen kann. Und wenn ich hier auf Planen klicke, ist das Ganze erstellt und die entsprechenden Empfänger bekommen das Ereignis zugeschickt. That's it. Ich glaube, so einfach kann man kaum ein Event planen und zur Verfügung stellen. Man hat hier noch die Möglichkeit, noch diesen F&A-Kanal hinzuzufügen. Das war es aber auch schon, was die Planung dazu angeht. Gut, schließe ich mal. Perfekt. Jetzt schaue ich mal ganz kurz in die Thematik rein. Ich glaube, ich habe erstmal soweit alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Offline-Nutzung, Excel-Dokumente, Versionsverlauf, Wiederherstellung, Kalender habe ich gezeigt, Webcam und Hintergründe. Ja, das ist auch so ein witziges Thema. Viele nutzen ja gerne individuelle Hintergründe. Ich schaue gerade mal, welcher bei mir gerade angezeigt wird. Sie sehen gerade, ich habe gerade aktuell keinen, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt möchte ich einfach mal einen Hintergrund austauschen. Und zwar gehe ich da auf Hintergründe Effekte einstellen. Das sehen Sie, da haben Sie erstmal von Haus aus ein paar Möglichkeiten, die da mitgegeben werden. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu unscharf zu machen. Ich hätte die Möglichkeit, das Ganze in einen von Microsoft übernommenen Hintergrund zu wechseln. Oder man hat auch die Möglichkeit, eigene Hintergründe einzufügen, wie wir es auch für unser Event heute gemacht haben. Und dann kann ich auch diesen quasi einfügen. Perfekt. Magst du vielleicht noch die Drittanbieter, von denen ich erzählt hatte, zeigen? Das wäre jetzt der letzte Punkt gewesen, den ich zeigen wollte. Und zwar haben wir für unser Projekt, beziehungsweise wir haben ja in dem Demo-Team ein weiteres Tool quasi integriert. Da klicke ich einfach mal drauf. Und es öffnet sich auch alles schon automatisch. Und es dauert ganz kurz einen Moment und dann haben wir hier so ein Whiteboard quasi integriert. Das Tolle an dem Tool ist, wir haben hier die Möglichkeit, sehr, sehr frei zu interagieren. Sprich, wir müssen einfach nur irgendwo hinklicken und sofort haben wir die Möglichkeit, hier in so einem Post-it auszufüllen. Wir können dann mit verschiedenen Formen arbeiten und das Ganze dann auch im Nachgang nochmal in Beziehung setzen mit diesen, mit den Pfeilen, die wir haben. Aber hier finde ich einfach, ist es auch nochmal ein ganz schönes Beispiel, wie man eventuell aus der Vergangenheit oder beziehungsweise aus gewisser Realität auch mit gewissen Themen umgegangen ist. Das hier ist so ein abgefotografiertes Bild von einem Whiteboard, das man gemacht hat. Wenn man da näher mal reinzoomt, dann hat man schon Probleme, das vielleicht nochmal zu entziffern oder zu lesen. Mag an der Handschrift liegen, mag eventuell an der Qualität der Kamera liegen oder an einem Einfallwinkel, den man da gemacht hat. Ich denke, da gibt es viele Faktoren, die da einfach mit einspielen. Dann hier sieht man so eine Variante, wie man das so, sage ich mal, mit der Maus vielleicht zeichnet. Da gibt es vielleicht hier noch eine Variante, die vielleicht nicht so gut gelungen ist. Und so sieht das aus, wenn man das mit Mural macht. Und da kann man relativ einfach Formen erstellen, das Ganze in Beziehung setzen. Und wenn man das Ganze dann auch ein bisschen mehr beherrscht, wie die Anna zum Beispiel, dann sieht es dann direkt gleich so aus. Und man hat auch im Nachgang keine wirklichen Nacharbeiten mehr, weil man diese Grafiken und diese Dateien einfach auch direkt verwenden kann für seine Dokumente, für nachhaltige Dokumente, die man eben im Projektverlauf benötigt oder auch als Referenz auf nochmal Themen zurückzugreifen oder das Ganze auch hier in so einem dynamischen Charakter, wo man sagt, okay, ich habe hier gewisse Items, die möchte man hier irgendwie Drag-and-Drop-mäßig irgendwo hinpacken. Das kann man alles soweit deklarieren und einfach intuitiv erstellen und das Ganze hier soweit machen. Genauso hat man auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel mit gewissen Vorlagen zu arbeiten. Wir haben hier so eine Risk-Wall integriert, um das Ganze auch mit dem Kunden dynamisch zu machen. Jetzt habe ich mir das Tool gezeigt, glaube ich. Genau. Perfekt. Haben wir denn Fragen aus dem Publikum? Nee, leider noch nicht. Bis jetzt habe ich sonst nichts mehr auf dem Schirm. Okay, kein Thema. Wie sind wir denn von der Zeit her? Ja, ihr habt noch. Wir haben noch. Gut. Flo, was ich vielleicht ganz schön finde, zeig doch nochmal den Planner und die Feedback-Geschichte. Gerne. Das finde ich ist eine super Funktionalität, die wir auch ganz gern benutzen.
Genau, also man hat hier generell die Möglichkeit, innerhalb von so einem Kanal halt eben auch mit gewissen Tools zu arbeiten aus der Microsoft-Welt, also zum Beispiel Forms. Forms ist generell ein Tool, wo man relativ schnell und einfach eine, ja, wie sie es schon nennt, eine Form erstellen, in der man Fragen stellen kann. Also sprich, es ist eine relativ einfache Art und Weise, wie man einen Feedback-Bogen generieren kann, den man sowohl als interne Kollegen als auch an externe Kollegen versenden kann. Das kann ich hier ganz einfach mit der Forms-Integration machen. Ich klicke hier einfach drauf. Mir wird sofort eine Form geladen. Ich habe hier die Möglichkeit, einfach eine Frage einzugeben. Kann man zum Beispiel hier solche Fragen eingeben. Ich klicke hier auf Weiter. Das Ganze wird hier mir nochmal in der Darstellung dargestellt, also in der Darstellung, in der Vorschau dargestellt. Ich klicke hier auf Senden, damit wird es in meinen Kanal gepostet. Und indem man hier oben abstimmt, hat man quasi sofort das Feedback hier unten drin und man sieht sofort, okay, ob das jetzt Akzeptanz hat oder nicht Akzeptanz hat. Und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Tool für zum Beispiel Designvorschläge, wenn man irgendwelche Sachen auf einem Whiteboard schreibt oder Feedback macht oder hier irgendwas postet. Man kann hier super nachhaltig ein Feedback rausholen, man kann das auch auswerten, man kann sagen, okay, wie war das tendenziell, man hat hier auch Möglichkeiten mit einer Sternebewertung, man kann hier Multiple Choice machen, man kann viele verschiedene Arten und Weisen, wie man Fragen stellen kann, hinterlegen. Und das Ganze sehr gut in sein Team integrieren und organisieren. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man hier Dokumente irgendwie bearbeitet, es geht ja auch um Feedback. Es geht darum, zusammenzuarbeiten und wir haben hier die Möglichkeiten, wirklich in der kompletten Bandbreite jegliches Tool zu nutzen, die wir benötigen, um Informationen auszutauschen. Sehr gut. Thema Planner. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das hier integriert haben. Ja, da ist er. Haben wir auch über dieses Plus-Symbol gemacht, über das Aufrufen hier über Planner. In dem Fall haben wir es schon gemacht und da haben wir hier quasi so ein kleines Kanban-Board quasi mit integriert. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze hier einfach per Drag-and-Drop zu verschieben. Wir haben jetzt, weil wir einfach soweit schon alles gemacht haben, wir sind ja quasi mittendrin in der Präsentation und haben jetzt alles soweit erledigt. Und haben das soweit erledigt. Ne? Wir haben hier die Möglichkeit, das auch als Diagramm sich darstellen zu lassen. Wir haben Auswertungen, wir können das Ganze in einem Zeitplan nochmal darstellen, im Kalender. Genauso habe ich aber auch Auswertungen auf Kanalebene. Das könnte ich vielleicht auch nochmal zeigen, weil es geht ja auch darum, dass die Kommunikation sich ein Stück weit verschieben wird. In der Vergangenheit hat man alles über E-Mails kommuniziert. Warum hat man das gemacht? Weil es ein Stück weit nachhaltig ist. Nachhaltig im Sinne von, ich habe was geschrieben und es ist am nächsten Tag auch noch da. Diese Möglichkeit habe ich genauso in Chats, in Teams. Das wird alles archiviert bzw. ist nach wie vor aufrufbar. Ich habe hier zum Beispiel einen kompletten Chatverlauf mit der Anna und mir. Den möchte ich jetzt nicht zu sehr im Detail zeigen, weil es ja auch um Kundendaten geht. Aber tendenziell haben wir einen sehr, sehr ausgeprägten Chat. Und haben hier die Möglichkeit, jederzeit auf irgendwas zu referenzieren, was wir in der Vergangenheit gesprochen haben. Ich habe hier auch die Möglichkeit, direkt anzurufen oder nochmal einen Videochat zu öffnen oder meinen Bildschirm zu teilen. Auch jederzeit möglich. Genauso sehe ich auch die Dateien, die wir ausgetauscht haben oder die Organisation, in der wir sind. Ja. Also wir sehen ja auch zum Beispiel die Organisation, in der wir uns befinden. Gut. Passt. Gibt es noch Fragen? Oder gibt es mittlerweile Fragen aus dem Chat? Nee, ich würde mich automatisch melden. Das ist kein Thema. Okay. Ich hatte noch das Thema Feedbackbogen. Kann so etwas dann mit in Teams wirklich eingebaut und auch ausgewertet werden? Absolut, ja. Also ich kann ja auch einfach draufklicken. Ich kann mir den einfach hier öffnen. Beziehungsweise den hier glaube ich nicht, weil der innerhalb des Chats war, aber ich gehe einfach mal auf mein Team zurück. Genau, ich könnte hier quasi, also man sieht ja quasi die Auswertung hier sofort
Oder ich hätte auch hier die Möglichkeit, direkt quasi eine neue Abfrage zu machen, um das Ganze auszuwerten. Oder ich müsste mir dann Forms explizit nochmal aufmachen, dann sehe ich meine ganzen Auswertungen, beziehungsweise kann mir die einzelnen Abstimmungen, die ich gemacht habe, nochmal anschauen. Ja, und Anna hat auch nochmal, glaube ich, auf Top geklickt. Perfekt. So, sag mal, da gab es eine Frage, die ist ja vielleicht durchaus auch interessant, aber wenn der Serda die schon beantwortet hat, da ging es jetzt einfach mal darum, wie ist denn das mit der Anbindung von Teams an eine Telefonanlage im Zusammenhang mit den Lizenzen? Also braucht man spezielle Lizenzen? Soll ich die beantworten oder soll die der Serda beantworten? Ich habe sie jetzt schon im Chat beantwortet, jetzt hat der Florian auch schon übergeschaut. Und zwar ist es also folgendermaßen, um da die Telefonie anzubinden, benötigt man selbsterklärend die Teams-Lizenz und dann die sogenannten Phone System, Microsoft 365 Phone System. Damit kann man dann eben Telefonanlagen mit anbinden oder auch eben direkt aus Teams raus telefonieren. Und wenn man sich dann eben auch entschließt, direkt aus Teams raus heraus zu telefonieren, hat man auch sogenannte Calling Plans, mit denen man sich, ähnlich wie man das aus einer, wie man das aus dem Prepaid kennt, sogenannte Freiminuten, die man erwerben kann. Okay, ich weiß das jetzt durch Zufall, weil ich mich da ein bisschen auch schlau gemacht habe. Ist weniger so mein Metier, aber meine Frau arbeitet zum Beispiel in einer gemeinnützigen GmbH, also im sozialen Bereich. Da geht es um die Ausbildung oder Erwachsenenbildung. Und es ist ein Team, eine GmbH von 13 oder 14 Mitarbeitern. Da habe ich mir auch mal so ein bisschen erkundigt, wie sieht es da aus, dass die dann vielleicht möglicherweise auch einen Schritt in die Digitalisierung gehen, weil die halt auch noch sehr viel mit Excel-Tabellen und solchen Dingen arbeiten und Schwierigkeiten hatten, das zu verteilen. Da waren Teams und auch die Anbindung von Teams an die Telefonanlage eins der interessanten Themen. Was braucht man da für einen Aufwand? Und da sind wir dann hingegangen und haben halt im Prinzip innerhalb von anderthalb Tagen das Thema möglich gemacht. Das heißt, mit Kosten vom, im Monat von, ich glaube, 365 Euro können jetzt 13, 14 Mitarbeiter ohne irgendwelche Probleme Teams verwenden über die Telefonanlage. Es muss niemand mehr im Büro sitzen. Selbst die Telefonzentrale ist sozusagen ausgewandert. Das ist im Übrigen auch etwas, was wir bei der ProMix haben. Bei uns sitzt im Büro niemand mehr. Die Telefonanlage wechselt sozusagen virtuell von einem Mitarbeiter zum anderen Mitarbeiter. Und schon sehr, sehr erstaunlich, wie gut sowas funktionieren kann. Genau, auf jeden Fall. Zum Thema Telefonie. Es gibt auch wirklich, was man auch so hat, diese klassische Chefsekretärenfunktion, also sprich, man hat auch die Möglichkeit, Anrufe anzuhalten oder auch durchzustellen. Diese Thematiken sind auch natürlich komplett in Teams integriert. Das ist nur gerade ein bisschen schwer zu zeigen, weil ich gerade quasi in der Live-Session drin bin und quasi keinen anderen anrufen kann, beziehungsweise keinen Anruf entgegennehmen kann, um das zu präsentieren. Aber wenn Sie daran Interesse haben, können Sie gerne auf uns zukommen und dann können wir Ihnen das gerne in einem separaten Termin zeigen. Ja, wichtig anzumerken wäre vielleicht auch in diesem Kontext, machen wir gleich nochmal die Cam an, dass Microsoft ja aufgrund der Covid-19-Thematik nach wie vor Teams für 6 Monate kostenlos zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn Sie einfach mal ganz unverbindlich in Teams reinschnuppern möchten, ohne jetzt da irgendein finanzielles Commitment mit abzugeben, stehen wir auch selbstverständlich gerne da zur Verfügung. Rückfragen und das weitere Vorgehen.